Moin Moin und willkommen zurück zu Elden Ring. In der letzten Folge haben wir den Fährmeister hier unten besiegt. Und ich würde sagen, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen rumgehen und gucken, ob wir unten noch was finden, weil es kann ja gut sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber er ist auf jeden Fall besiegt und ich würde gerne noch mal diese Ruinen durchschauen. Wir haben auch ein Portal bekommen von einem Mann. Dann können wir den Bestienkleriker irgendwie uns anschauen. Machen wir auch nochmal. Aber jetzt lass uns erstmal gucken, ob wir hier noch was übersehen haben. Naja, die da unten vielleicht. Alter! Hab ich diese Hummel da? Diese. Doch gar nicht. Kopf der großen Libelle, okay. Lass mal schauen, ob da drüben in der Ruine noch irgendwas ist. Muss ich mir alles anschauen hier, weil ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Es gibt ja so viele Sachen hier. Und man kann ja auch schnell Sachen übersehen, das ist ja nicht mal so, dass es. Irgendwelche Skelettleute gehört, die da auftauchen. Schmiedestein, perfekt. Nehmen wir mit. Die brauchen wir bestimmt nachher mal, wenn wir unsere Waffen weiter schmieden wollen. Beziehungsweise verstärken wollen. Und was auch immer. Hier geht's irgendwo runter. Geht's denn da hin? Sollen wir runtergehen? Dann holen wir uns aber gleich mal hier die Aschenleute da hoch. Na. Wir können da nicht rein. Warum nicht? Hat er nicht erwartet, dass Freund. Die Schildkröten erst killen, damit man da rein kann. Was uns ist das hier? Steinschwertschlüssel nutzen. Ah, okay, ja klar. Ach, perfekt. Lass mal runtergehen, was es hier unten so gibt. Aber ich glaube, ich muss mich einmal heilen vorher. Und wir nehmen mal die mit. Viele Schildkröten. Die tun uns ja eigentlich nichts, oder? Hier ist eine Tür. Können wir die öffnen? Ja. Gut. Das ist eine Truhe. Vielleicht finden wir ja noch ein Stück Schatzkarte hier. Grüner Schildkröten-Talisman. Gucken, was er kann. Der Schildkröten-Talisman. Schuss, okay. Da. Beschleunigt die Ausdauergeneration. Ah, okay. Gar nicht so verkehrt. Aber jetzt nicht unbedingt jetzt, aber. Cool. Also, es ist ja wie so kleine Dungeons, die man trotzdem findet. Ich bin immer überlegen, ob so eine Schildkröte, wenn die zuschnappt, mich mir doch ein halbes Bein abbeißt hier oder so. Und man dann gar nichts mehr machen kann. Man weiß es nicht. Gut, da haben wir ja schon einige Schlüssel von gefunden. Ich kann die ja wirklich nochmal benutzen. Ja, war vielleicht auch nicht so schlecht, dass ich hier ein bisschen durchgeguckt habe. Okay.
findet man ja auch ein paar coole Waffen nochmal. Was ist denn hier zum Beispiel? Rumpf? Was meint der mit Rumpf? Preiset großer Baum. Aha. Gefährlich. Wagt es nicht. Heise, die Tipps geben nicht immer so viel Sinn, ne? So. Achtung, Hund. Hm? Scheiße, der Schafshund hier. Ey, gut, die rollen hier mehr her, die Affen. Hier wollen wir hin, ist die Frage, ne? Das haben wir gerade alles durchgeforstet. Okay, dann gehen wir hier erstmal hier oben weiter. Gucken wir, wo wir hinkommen. Wir haben noch keinen Schmied gefunden oder so, ne? Ist ja auch ganz wichtig irgendwie. Weil ohne Schmied können wir unsere Waffen nicht stärker machen. Okay. Ich kann mein Pferd hier nicht benutzen, okay. Warum nicht? Invasion des Antasia verschlingen, was? Ach die, okay. Oh, verdammt. Oh! Alter! Oh, verdammte Axt! Kommt die Rede Anastasia zu mir? Muss mich platt machen. Oder hat mich platt gemacht. Dankeschön! Deshalb dumm mit dem Mehrspieler-Sachen da. Okay, wir sind jetzt hier drüben wieder, müssen den ganzen Weg wieder. Naja, egal, wir können mal gucken, ob wir nochmal. Ob wir das nochmal finden. Kurz überlegen, wo wir. Hier sind wir längs gelaufen. Also man kann ja richtig viele Gebiete. Was war das denn her? Weiß ich nicht. Aber hier, das Portal, das wäre natürlich auch. Das ist natürlich auch ein Anreiz, dahin zu eiern, ne? Wir reiten mal hier längs. Da waren wir ja schon, aber. Da ist ein kleines Dörfchen, was ist das? Zumindest kann man hier runterhüpfen. Wenn man das will. Okay. Hier sind ein paar Gräber. Was können wir denn hier? Goldene Rune. Goldene Rune, okay. Goldene Rune? Goldene Rune? Goldene Rune? Wie viele von den Dingern kann man hier finden? Goldene Rune? Goldene Rune? Okay, also es gibt hier einiges an goldenen Runen zu holen, anscheinend. Das ist ein großer Typ. Okay, ist ja auch nett zu wissen. Ich jetzt alle nutzen kann, jetzt gerade noch nicht, ne? Aber zumindest findet man einiges hier. Ein Schädel. Okay, auf hier. Goldene Rune, okay. So. Da ist ein Sprung für unser Pferd.
müssen wir damit hochkommen auf jeden Fall. Dort auch anscheinend. Wovon man das Herbar braucht, weiß ich noch nicht. Sieht für mich aus wie so eine Pflanze von Resident Evil, womit man sich heilen kann. Einige Wölfe man sieht. Und einige Wölfe platt machen. Da oben ist ein weißer Wolf. Der könnte gefährlicher sein. Lass mal gucken, ob der wirklich gefährlich ist. Ich will den Wolf töten. Dünne Bestienknochen, okay. Können wir wieder hochspringen. Ich muss jetzt hier unten nochmal längs reiten, um mal zu sehen, ob wir irgendwas übersehen haben. Das Land ist einfach gigantisch groß, wie man sieht, ne? Aber hier, dass ich dachte, ich hier nochmal irgendwie so ein, ja, eine Lichtsäule finde. Also, beziehungsweise ein Ort der Gnade, wo wir hin könnten. Aber das gibt es hier anscheinend gar nicht. Ist schon Wahnsinn, wie groß das hier ist. Okay. Halten wir mal schnell weg vor dem, wenn das möglich ist. Ich hätte ein bisschen gedacht, dass es hier mal irgendwo so einen Ort der Gnade gibt, hier nochmal irgendwie. Wo gibt es denn anscheinend? Können wir da hoch rüber? Also man kann auf jeden Fall, sieht man, dass hier so eine Wand ist. Da rüber können wir anscheinend noch nicht. Okay, das ist mega hart, wie man sieht. Hier sind einige von dir rumkrabbeln. Krabbeln auch ein paar Tote, also so Skelettleute rum. Und diese anderen. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo so eine Ecke finde. Also der Vogel da hinten sieht das überhaupt nicht cool aus. Der da, seht ihr den? Der ist, sieht nicht so aus. Oh, guck mal, hier sind wieder ein paar Särge.
Soll ich hier was einsammeln? Ja, klar. Da ist ein Schleimding am Boden. Oder irgendwas, was da noch immer ist. Ich könnte so einen Reisepunkt finden, wisst ihr? Dass man, dann würde ich woanders hinreisen. Sieht nämlich sehr trostlos aus. Aber wenn wir jetzt hier keinen finden, dann macht es natürlich nicht so viel Sinn, ne? So, versuchen wir da oben raufzukommen. Ob wir hier oben was finden. Da. Wir rasten noch mal kurz. Sicher, sicher. So. Ach, guck mal. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you. If you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. Mm-hmm. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Ich werde ebenfalls gehen. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Okay. Hat uns bis jetzt ja immer geholfen. Ich hoffe, sie hilft uns jetzt auch. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte retten. Na, das wissen wir doch schon. Gruppenpasswörter. Tafelrundfeste. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die den führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden und über die Karte. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich so ein Sammelort wie bei den anderen Spielen, wo man alle die wieder trifft, die man... Das ist ja nicht zum Beispiel. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the Round Table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Okay. Gut, dass sie uns alle hier so herzlich willkommen heißen. Das, ihn haben wir doch schon getroffen, oder? Nee, das ist ja. Nee, ist er nicht. Hello. You must be new here. I'm. Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Das ist nicht das Mädel, was wir gefunden hatten, ne? Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my... She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find... Honestly, she's such a little tomboy. Okay, kann auch irgendwie reden? Be sure to tell me she's a servant to my... I've lost count of the... Honestly. Vorspulen. Ah, hello again. Ach, you haven't gone to see Garank yet, have you? Well, no rush. You do as you please. Just as long as he doesn't starve to death, eh? Okay. Go to Garank. Killing those who live in death and weed is a path not to be trod without, huh? Okay, hier ist auch noch einer. Oh, I see you've just arrived.
Welcome to the Roundtable Hold. I'm Corrin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Roundtable Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. See alles. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Warum nicht? Anrufung studieren. Dringende Heilung. Heilung. Gegengift. Gegengift wäre super. Aber da habe ich. Da fehlt mir noch ein bisschen Glaube, ne? Ein bisschen mehr als Glaube. 10, obwohl könnte man 2 hoch machen, dann würde man es auch können. Flammen können wir auch schießen, ja. Ah, brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. May the Golden Order. Aber ist ja gut zu wissen, dass es geht. Okay, yes. Wäre hier cool. Gibt es hier einen Schmied oder sowas? Okay, mit ihm kann man nicht so richtig reden. Wer seid ihr denn? Ah, man kann was kaufen. Zwillings-Jungfernhüllen. Boah, vielleicht nehmen wir ein geiles Schwert für uns, das wäre ein Highlight. Vielleicht können wir was verkaufen mit denen? Wahrscheinlich nicht, ne? Blauer los und seine Antwort daran hilft, okay. Fingerinsigne. Ein Bogen wäre super. Aber was brauche ich dafür? Geschick 14. Ich habe Geschick 12. Trotzdem würde ich einen Bogen gerne haben wollen. Also wir kaufen ihn trotzdem. Und. Was eine Klangpelle. Okay. Wir kaufen trotzdem einen Bogen. Vielleicht können wir ja auch noch mal irgendwas anderes verkaufen. Und dann, okay. Und dann. Ja, weiß ich auch noch nicht, was dann. Gut. Aber ich glaube, ein Bogen ist gar nicht so schlecht. Auf Dauer. Ich kann auch rein. Was ist denn hier drin? Gucken. Was ist hier? Ah, da ist er. Der gute Schmied. You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Okay. Waffen verstärken. Was man haben will, ne? Will ich weiter mit diesem Schwert kämpfen oder will ich lieber den Morgenstern oder die wertige Dings haben? Also, was machen wir denn für einen Schaden hier? 143, 35. Die Axt wäre auch nicht schlecht, wenn die ein bisschen mehr hätte. Was machen wir? Das Schwert oder die Axt? Das Schwert oder die Axt? Ah, das ist das Schwert erstmal nehmen. Jetzt brauchen wir 4 von den Schmiedesteinen, okay.
lassen wir erstmal das so. Kriegsasche. Okay. Kriegsasche schön verkaufen. Wenn wir schon was verkaufen, können wir auf jeden Fall bei dir mal. Und zwar das hier. Das hier auf jeden Fall, oder? Reitergeißel. Den Pflegel. Haben wir auch raus. Achso. Bolzen. Bolzen der Getreuen. Pfeile haben wir aber auch, okay. Reingehen und sagen, den brauchen wir nicht ausrüsten mehr. Back already. No matter. Nein, das halten wir noch. Man kriegt es wahrscheinlich nicht verlieren. Gut, was hat der Kamera noch sollen die machen? Was mit den Ketten? Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying smithing for you fools. That's all there is to it. Ihr seid gefangen? No. Don't read too much into it. I have no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides. I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique, besides, it helps me forget. The sheer terror. Okay. Gut. Wollen wir hier runtergehen? Was gibt's hier unten? Nichts, ne? Warte mal, können wir da rein? Wir haben noch so ein Ding hier. Klar, mal rein das Ding. Ich frage, was man hier drin kann. Hier ist noch ein Steinschlüssel, okay. Hier ist jedenfalls schon mal eine Truhe. Schwarzschlüsselarmbrust. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich mir extra diesen. Ach, jetzt habe ich so einen beschissenen Bogen gekauft. Na okay, vielleicht kann ich den Bogen für irgendwas noch gebrauchen. Haben wir noch so einen Steinschlüssel? Ich weiß es gar nicht. Doch, haben wir noch. Ne, haben wir keinen mehr. Shit. Okay, beim nächsten Mal. Gut, jetzt haben wir aber nochmal ein Bogen, also ein... Na, was haben wir? Pass auf. Brauchen wir denn da? Geschick 16. Alter Schwede, okay. Können wir leider noch nicht benutzen. Können wir erstmal den Bogen noch benutzen, aber trotzdem schon nicht schlecht. Gut, hier ist noch ein Schmied. Schon mal gut, dass wir den haben. Wie geht's hier weiter? Das ist eine alte Jungfer. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a Baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Dann lass sie doch mal halten. Oh, my thanks.
frisst sie mich auf. You are Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting comeback to me. Should you I will take you in my arms as of. Okay. Ist die Frage, was der bringt, ne? Irgendwas muss der Nütze sein. I am pleased. Would you like me to hold you once more? The blessing is. Would you like to be held? Nein. Then good deity. Okay. Spiegelständer benutzen. Ach, ich kann Charakter haben. Ah, okay. Das muss ich jetzt aber nicht machen. Den Charakter nochmal neu anpassen. Ist ja Quatsch. Dann geht's ja nicht weiter. Diese Tür. Kann man da rausgehen? Tatsächlich. Die Tür ist blockiert. Okay. An der Tafel hat Nader rasten, okay. So, Stufenaufstieg noch einmal. Ne, geht ja nicht. So. Wir haben ja hier noch mehr Runen. Was können wir mit denen machen eigentlich? Mit den Runen im Inventar. Da. Runenfrage, Verbrauchsgut. Material zur Herstellung von Objekten. Glühstein. Goldene Rune. Ach, guck mal, das sind die Runen, die wir benutzen können, um. Oh, nochmal. Ah, guck mal. Wow, das waren ein paar. Na, ja, doch noch einige übrig. Okay. Perfekt. Noch ein hier. Gut. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen stärker machen. Beziehungsweise auch unseren Geschick erhöhen, ne? Da würde ich mich fast. Da würde ich fast nochmal hier Geschick 2 höher machen. Und einen in Stärke. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, okay, dann lassen wir mal das hinreißen, ne? So, wo wollen wir denn hin? Wo waren wir gerade eben überall? Vorhin ist Balkon? Ne, wir waren hier unten irgendwo, ne? Da kommt das Fehler? Ne, auch nicht. Wo hat sie uns denn, wo hat sie uns denn geholt? Reisen wir da nochmal hin. Ich weiß nicht, wo das war. Muss ich gerade mal überlegen. Aber irgendwie, glaube ich, muss es da hinten sein. Das Art-Design ist ja auch wieder abgefahren hier, ne, von dem Spiel. Nur mal so nebenbei. Ah, okay, genau, hier. Genau, da wollte ich mir dieses Teil dann noch holen, wie ich es darf, ohne dass der Vogel mich angreift. Heranwachsender Schmetterling, okay. Wofür das genau ist, weiß keiner. Es fault. Alles fault mit Scharlach. Der Boden, auf den Kalit steht, und Celia, Stadt der Zauberer. Wir sind alle in Untergang geweiht. Okay. Sollen wir uns hier ein bisschen in Kalit mal umschauen? Ich glaube schon, ne? Oh, hab ich beinahe runtergefallen gerade. Rüste einen Bogen aus, um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt 2 Pfeiltypen gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen.
Okay, wir können auf jeden Fall einen Pfeilbogen ausrüsten, das können wir machen. Den Bogen können wir jetzt ja benutzen. Ja, und das haben wir auch. Ich will mal testen kurz, ich will jetzt gar nicht das großartig machen, aber... Okay, wir müssen noch den Bogen, wir müssen noch die Pfeile ausrüsten, hoch. Brandpfeile müsste doch eigentlich funktionieren dann, oder? Oder müssen die hier hin? Hier. Nein. So, jetzt müsste das so funktionieren. Brandpfeile. Okay. Wollen wir jetzt ja gar nicht, aber gut zu wissen, dass wir es haben. Habe ich einen Pfeil verballert, ne? Natürlich dumm, aber egal. Ah. Oh. Oh! Wo kommt ihr denn her? Wo kam die denn her? Okay, die kamen auf einmal, aber ist ja gleich um die Ecke, wo wir sind, ne? Also, im Endeffekt ist es ja egal. Okay, also müssen wir auf jeden Fall meine Sachen mal kurz holen, die ich da verloren habe. In der Hütte. Aha. Das sind doch nicht gerade wenige, ne? Okay, er mag mich auf jeden Fall. Voll, jetzt hat er mich gleich vergiftet schon mit. Weil den da hinten muss ich trotzdem platt machen. Soll mal hierher kommen, damit er den befreit da hinten so ein bisschen. Goldene Rune, okay. Drei Stück. Hier ist auf jeden Fall nicht schön. Gut. Lass mal weiterreiten. Gucken, wie weit wir rein können. Also ich das ist total blöd, aber ich reite jetzt einfach mal die ganzen Dinger ab hier. Wisst ihr, diese. Was sind das für die Leichen? Die ganzen Punkte, wo man vielleicht rasten oder so kann. Mein Gott, Gesundheit. Können wir da hinten? Da ist wieder so eine Kiste.
sind aber auch so viele Gegner, man sieht, und große Hunde. Ich frage, ob man einfach an dem vorbeireiten kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ich versuche hier mal vorbeizukommen. Wieder so ein Wagen, wo man wahrscheinlich gut was bekommen könnte, aber egal. Da ist irgendwo ein Leuchtfeuer. Dann mal rasten hier. Haben wir Stufenaufstieg, können wir nicht machen, ne? Alter, es ist jetzt schon ganz schön. Wer hier? Was ist das denn hier? Ruin von Kalem, okay. Der brennt. Okay. Den sollte man vielleicht gar nicht so angreifen. Da stehen ein paar auf. Die bringen sich alle selber um, was ja gut für uns ist, aber. Guck mal, jetzt haben wir alles wieder aufgefüllt bekommen, weil wir hier alle gekillt haben. Hier liegt noch einer. Schwelender Schmetterling. Wir müssen mal überlegen, wofür der gut sein kann. Da unten laufen noch ein paar rum. Da laufen auch. Nicht nur ein paar, sondern recht viele rum. Wer ist er denn? Okay, ich glaube, er kommt gleich da durch. Okay, wir reiten mal kurz weiter. Seht ihr den Typen da? Der dreht komplett durch. Hier sind auch so große Hunde noch. Kann man den vorbeireiten? Ich glaube schon, ne? Wir reiten mal hier rüber. Ha! Es fängt an zu regnen. Greyholds Drachenhügel. Okay, Drachenhügel klingt eigentlich total uncool. Aber da ist ein... Alle mitnehmen. Ganz schön viele von diesen komischen Wolfshunden-Menschen Dingsbums da. Das da hinten ist mal ein ausgewachsener Drache. Ja. Heißt ja nicht umsonst Drachenhügel. Und es sind zwei. Okay. Wo da? Nein! Das war dumm.
doch nicht gar nicht so dumm. Noch was bekommen. Dunkelschmiedesteine 8. Okay. Keine schwache Feind voraus. Also, wenn man jetzt da hinkommen soll, also man kann jetzt hier rüber klettern wahrscheinlich. Aber das will ich gar nicht. Nur mal angeguckt, was es so gibt hier. Ja, es ist auch eine riesen Welt. Leute, ey. Ich glaube, die können wir aber umreiten da, die Drachen, oder? Da ist auch irgendwas anderes. Da ist noch ein Stück Karte, glaube ich. Holen wir uns mal. Karte gefunden, geil. Da, guck es an. Das ist doch geil. Gut. Lass uns dann vorbeireiten. Oben rum vielleicht besser. Das ist doch gut, dass wir jetzt schon wieder ein Stück Karte gefunden haben. Perfekt. Wir sind hier nur auf Entdeckerkurs. Wir machen nichts anderes, als es zu entdecken, Leute. Kann ich da runterspringen oder sterbe ich dann? Diese Welt sieht mich abgespaced aus hier, finde ich. Da ist noch ein Drache da hinten, sehe ich gerade. Oh. Können wir den irgendwie umreiten? Mal gucken. Hier sind ganz viele Drachen. Also die kann man wahrscheinlich auch nachher relativ easy besiegen. Wir jetzt nicht, aber später. Wenn wir stärker sind. Diese glühenden Wände, die helfen uns vielleicht. Beziehungsweise halten uns ein bisschen die Drachen weg. Können wir vorstellen. So wie der Schlafende da, den wir gerade fast berührt hätten. Das ist auch ein Drache. Das ist ein Flügel hier, sehe ich gerade. Der ist einfach gigantisch groß. Wir fliehen vor einem Drachen, würde ich sagen. Oh. Hier geht es nicht längs. Haben wir irgendwas? Kommt noch eine fette Fledermaus an. Schade. Eine gute, war auch eine lange Folge wieder, muss ich zugeben. Und es ist auch nicht viel passiert, gebe ich auch zu. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.